Also von allen Städten, die wir bis dato besucht haben, muss ich sagen, hat Lavandia mich mit Abstand am meisten geschockt, denn der Lavandia-Turm ist nicht mehr existent. Stattdessen gibt es jetzt so ein eigenes kleines Haus für eben die verstorbenen Pokémon. Was aber deutlich kleiner ist, als eben der ehemalige Lavandia-Turm. Ja, und was steht dort stattdessen jetzt? Richtig, ein Radioturm. Alter, warum? Das ich pack das aus dem letzten Part ehrlich gesagt noch immer nicht, dass die wirklich ersetzt haben. Ja, Leute, was ist der heutige Plan? Also, viele Möglichkeiten haben wir nicht. Vielleicht schaffen wir es nach Urania City, also den Weg zumindest. Und dann, wenn nicht, weil ich gehe stark davon aus, dass Relaxo wird dort noch immer liegen. Ne? Dann gehen wir halt weiter Richtung Fuxania City zurück. Und die Route wird wirklich länger dauern, denn da waren immer einige Trainer. Und vielleicht überleben wir auch noch die ein oder andere Überraschung. Es würde mich nicht wundern, wenn die Kanto-Region noch weiter eingekürzt wurde. Ich meine, selbst der Felstunnel im letzten Part hat es ja gezeigt. Ursprünglich mal in Feuerrot zweimal halbe Stunden Parts gebraucht. Und jetzt waren wir da innerhalb von, ich glaube, 7 Minuten durch. Vor allem war auch nur ein kleiner, also es war ja nicht mal ein Labyrinth. Du hattest nicht viele Möglichkeiten, ne? Bei dem einen bist du dann angestanden, weil du Kraxler brauchst. Das wird ja sowieso noch lustig werden. Oh ne, Vergeltung. Oh oh, das ist blöd. Achso, zieht nicht viel ab. Okay. Also stimmt, weil ich Kampf bin. Also Scarabon ist Typ Kampf. Ja, da ist die Vergeltung natürlich blöd. Hat absolut gar nichts gebracht. Ja, also die ganzen Kraxler-Dinger, die müssen wir natürlich noch durchgucken, ja. So einen wunderbaren Kampf möchte ich mein Leben lang nicht vergessen. Ja gut, oh nee, der will die Nummer wieder haben. Ja, nimm, gönn dir. Ein paar Situationen habe ich ja im Kopf, wo wir das genau brauchen. So, was haben wir hier? Beliebter Anglerplatz. Dieser Ort wird auch die Schwergebrücke genannt, denn alle Angler bemühen sich, hier beim Gehen nicht zu viel Lärm zu machen, um so die Pokémon in den Gewässern nicht zu verschrecken. Ja, und ich laufe da einfach durch. Soll ich kurz mal aufs Fahrrad steigen? Ja? Aber dann werden mich die, glaube ich, hassen. Ja, jetzt werden wir natürlich, glaube ich, vermehrt auf Wasser-Pokémon treffen. Ja? Das heißt, ich sollte vielleicht Ampharos mal ausrüsten. Ja? Das zum Thema. Das zum Thema. Ich werde trotzdem wechseln. Typ Flug von Xatu ist ein bisschen gefährlich gegenüber Scaraborn. Ihr wisst schon, Vierwachschwäche. Keinen Bock, Rückenwind. Ich wollte gerade sagen, ich war mir gerade unsicher. Wechselt das Pokémon aus oder nicht? Nee, Blödsinn, das war Wirbelwind. Und er kann Wunschtraum. Auch eine gute taktische Geschichte. Wunschtraum, wenn der sich nämlich in Erfüllung geht, dann werden die Hälfte der KP aufgefrischt, des Pokémon, was gerade im Kampf ist. Natürlich vom eigenen Team. Wo halt das Pokémon das Ding eingesetzt hat. Und ein Noctu kommt noch. Okay, also dem ist Wasser komplett egal. Stimmt, das war auch gar kein Angler. Das war so ein Vogelfänger. Ist aber alles keine Herausforderung. Ich meine Level 39, bitte Leute. Das heißt, jeder, der eigentlich im Spiel Probleme hat, also in Kanto bezüglich Arenaleiter, der kann ja einfach mal die komplette Kanto-Region durchreißen. Ne? Erstmal alle Trainer besiegen und sich dann eben auf die Arenen fokussieren. Bis dato muss ich sagen, die größten Probleme hatte ich ja bei... Na, auf dich habe ich gerade keinen Bock beim Anruf. Die größten Probleme bis dato hatte ich ja mit Sabrina, der Psycho-Arena-Leiterin. Bei die dachte sich so, YOLO! Ich hau erstmal Psyana raus, was absolut OP ist. Vor allem wegen Gedankengut und so. Ich hoffe, dass es die TM auch irgendwo gibt. Also Gedankengut wäre schon geil zu erlernen. Warum werden die jetzt alle immer schwächer? 36. Das geht mir gerade echt nicht in den Kopf. Also der ist jetzt schon 17 Level unter uns. Ich sag jetzt nicht, die werden immer schwächer. Auf einmal ist diese eine Route, die halt ursprünglich so lange ist, oder diese mehreren Routen halt nach Fuxania City.
Artillery, lol, das ist sogar ein Elektro-Pokémon, glaube ich. Also die Weiterentwicklung von Remoraid. Ja gut, dann bleibe ich erstmal. Da ist es eins. Ah, nee, vergesst es, ich vertue mich da, glaube ich, gerade. Wisst ihr, was ich gerade im Kopf hatte? Also, lol, stimmt ja, ich habe noch immer Wahlglas. Ich glaube, ich sollte das Erfahrungs mal wegnehmen. Ja, das ist mittlerweile vorbei. Ich habe das Wahlglas ihm ja nur gegeben bezüglich Top 4 und so, damit das ein bisschen stärker ist. Ich würde sagen, das mache ich gleich. Schau mal kurz, was könnte ich ihm eigentlich alles noch geben? Oder was würde sich überhaupt lohnen? Schattenglas war Unlichtverstärker. Flinkklaue war Erstschlagquote. Seidenschall war Typ normal, genau. Das habe ich ihm ursprünglich ja mal gegeben gehabt. Ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach. Und ansonsten war es das, glaube ich, eh schon. Also viel mehr kann ich dem gar nicht mehr geben. Oder wem anderen. Das mit dem Glücksgurt war noch. Fokusgurt war auch nicht schlecht eigentlich. Was war Lichtleben? Verlängert nur die Dinger. Upgrades. War auch was zum Entwickeln. Ja komm, ich gebe den Fokusgurt jetzt einfach mal am Psyana. Das mit dem Schutzband hat sich ja eh schon erledigt. Das war eigentlich nur dazu geplant, sollte der Felstunnel wirklich so lange sein. War er ja dann im Endeffekt nicht. So, und hier mein Doppelkampf. Wieder ein Pärchen, was gegen mich kämpft. Magma und Sonflora. Ich glaube, das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Mhm. Jetzt kann ich nicht mehr Boden einsetzen, Erdbeben, weil das wird Ampharos komplett rausnehmen. Ja gut, aber Ampelleuchte ist zumindest schon mal geil gegen Sonflora. Ja, und ich kann ehrlich gesagt kann ich nur mit Flammenwurf gerade angreifen. Ach nee, scheiß drauf, machen wir es anders. Am besten gleich Kopfnose, ein bisschen zum Einsparen auf Magma. Und einen schönen Flammenwurf auf Sonflora. Kein Bock gerade auf Wechseln. Vor allem ist eh nicht der Rede wert. Wir sind 10 Level unter uns. Also bitte. Sollten wir doch hinkriegen, ja. Wäre jetzt cool, wenn die Kopfnuss komplett killen würde. Tut sie halt nicht. Aber schreckt zurück. Ja gut. Dann ist natürlich nice. Der Zerschneider reicht sogar aus. Lang her, dass ich mal Zerschneider eingesetzt habe im Kampf. Gut, 5500 bringen wir die. Ja, also das mit dem Geld mittlerweile, ich glaube, deswegen habe ich auch so viel. So, und hier ist der Weg Richtung Orania City. Stimmt, da ist ja sogar noch eine komplett eigene Route, glaube ich, mit Trainern. Route 11. Was zur Hölle? Also ich könnte mich erinnern, dass das mal nicht so verwildert war. Waren da nicht mal Straßen? das ist jetzt gerade komisch. Ich glaube schon, dass da mal Straßen waren. Was ist mit dieser Region passiert, bitte? Also man sagt ja immer, dass Johto und Kanto ein bisschen zusammengehört. Kann irgendwie sein, dass auf die Erschließung von Johto auf Kanto komplett geschissen wurde? Ja, das fühlt sich halt echt ein bisschen so an. Das ist ja nicht normal. Ich könnte mich erinnern, da waren mal Straßen. Vielleicht kommen noch welche, dass es einfach nur Erweiterung ist, aber wird keinen Sinn machen. Ich glaube, dass da vorne gleich das Relaxo kommen wird. Also das hat mich jetzt gerade echt ein bisschen geflasht. So, Kokowai. Also manche würden jetzt sagen... Soll ich den Spruch jetzt bringen? Ich mach's einfach. Manche würden jetzt sagen, ist halt der Osten.
da sind die halt noch nicht so weit. Deswegen, nicht ernst nehmen, ist mir gerade einfach nur so eingefallen. Aber lese ich halt immer wieder gern mal auf Instagram. Wenn ich mir so Reels angucke. Das ist eine der schönsten Sachen, die ich in der Nacht mache. So 2-3 Stunden Reels angucken. Und dann am nächsten Tag komplett müde reingucken. Übrigens Reels deswegen, weil ich kein TikTok habe. Und auch nicht haben werde. Kurz hatte ich es mal, ich habe es aber wieder weggegeben, weil... war nicht wirklich interessant. Für mich zumindest. So. Naja, also keine Ahnung, was da mit der Route passiert ist. Sandama. Also es wäre echt cool, wenn wir in der Wildbahn irgendwann mal jemanden kennenlernen oder sehen würden, ne? Der vielleicht mal Level 50er Pokémon hat. Auch wenn es nur der Rivale ist, würde ich auch nehmen. Okay, Ampelleuchte geht sich nicht mal aus. Zornklinge! Ich komme mit Käfer, ja wieder mit Käfer. Pech gehabt. Hat sich ja nicht so gelohnt. Das zweite ist wahrscheinlich auch ein Sandama. Oder ein Sandan, die Vorentwicklung. Schauen wir mal. Nix-Spot. Okay, gut. Ampharos for the win. Aber sowas von Ampharos for the win. Ach, der darf als erstes. Ja gut, Flugzeug, ich will ab. Wie viel KP war das jetzt, glaube ich, 3 oder 4? So, das wird jetzt erstmal ein schöner, knackiger One-Hit. Dann ist Ampharos auch schon auf Level 55. Das passt. Ja, bei Gyarados, den werde ich dann wahrscheinlich erst in der nächsten Arena wirklich wieder aufstreben lassen. Weil da kann er sich dann wirklich frei entfalten, ne? Gegen Feuer. Da liegt erstmal der Fokus bei den anderen. Warum ist hier eine Sackgasse eigentlich? Ich meine, ich könnte ja trotzdem kurz mal ins wilde Gras, sage ich mal wieder. Aha. Ins hohe Gras reingehen. Und ich glaube, da werden mich wahrscheinlich wieder so Level 15er Pokémon erwarten oder was auch immer. Also sprich, die ja keinen Mehrwert haben. Wie gesagt, man könnte sich ruhig ein Kanto-Team aufbauen jetzt noch, aber richtig sinnvoll wäre es ja nicht. Das wäre nur, wenn man halt noch Bock auf das Spiel hat, aber schon alles gemacht hat. Bau dir halt ein neues Team auf. Wobei mir ich das auch als relativ anstrengend empfinden würde. Erster Büschel, den ich berühre, gleich direkt Kampf. Okay. Magnetilo, ich hatte einfach recht, Level 15. Zieht sich das wirklich über die komplette Region? Oder wird das dann ab den Seeschauminseln besser? Gut, ich hatte gehofft, dass da irgendwas ist, aber ist halt nicht der Fall. Leider nichts. Traumato. Nope, nope. Ich laufe da ganz kurz mal einfach durch, weil sonst wäre ich da oben jetzt aufgehalten worden. Hätte ich sowieso durchs hohe Gras müssen. So, und die Route ist dann gleich hier zu Ende. Also, schauen wir mal. Hat sich das Relaxo mittlerweile verpieselt? Wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber, nee, warte mal. Kann es sein vielleicht, dass es dann weg ist, wenn ich halt Vertania City betreten habe? Weil das wäre halt eine Abkürzung Richtung Marmoria City, logischerweise. Dann würde ich da endlich raufkommen in die eine Stelle. Wahrscheinlich ist deswegen genau das Relaxo dort, dass du da nicht hochkommst. Sonst könnten wir erstmal alles Richtung Alabastia und so machen. Tatsächlich, das liegt noch immer da. Es steht aber auch nicht irgendwie ein Hinweis dort. Ja, vielleicht könnte man es aufwecken. Ach, verdammt! Ich
Ich habe nur die Richtung gewechselt. Das Magnetilo ist scheinbar schon neben mir gestanden. Wie lange ist der Part? Okay, noch nicht allzu lange, deswegen. Wir werden ein bisschen was von Route 12 noch miterleben. Okay, gut, da laufe ich kurz mal so rum. Dieser eine Grasbüschel da links neben dem oder rechts neben ihm, der wird wahrscheinlich schon wieder ein wildes Pokémon haben. Und dann wäre ich schon wieder im Kampf. Also, Route 12. Da oben ist noch ein Trainer. Kommen wir zu den Angeln mal zurück. An der Stelle, es wäre cool, wenn wir Fuchsania Sitte erreichen würden, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Nein, verdammt, Warlord. Oh, ist wieder Elektro nötig. Ja gut, dann kopft das halt. Einfach mal so stark genug. Vor allem mit dem Seidenschal. Zieht das? Das war Volltreffer sogar. Erdbeben, verdammt, das hätte ich mir denken können. Ah, das tut weh gerade. Das zieht ordentlich gerade ab. Nein, überlebt hat das, ist das Gute. Und ein Baldorfisch kommt noch. Na komm, Ampharos, das schafft er jetzt. Das zieht er durch. Wenn jetzt nochmal ein Ding kommt, ein Warlord, dann muss ich natürlich wechseln, weil da habe ich ein Problem sonst. Bitte sag, du hast kein zweites Warlord. Bitte sag, du hast kein... Okay, ein Tetoxer. Alles gut. Vor allem die beiden waren Level 38. Hauptsache, das Warlord war 43. Wahrscheinlich. Die Schläge müssten aber gleich auch vorbei sein. Also gleich kommt dann die nächste Route. Wo dann dieses Labyrinth ist mit den Zäunen. Also Labyrinth ist kein wirkliches, aber... Je nachdem, wo du lang gehst, hast du halt mal mehr oder weniger Kämpfe. Kurz mal healen. Ich glaube, wenn dann nochmal so eine Erdbebenattacke kommt, dann war es das für ihn. Also jetzt haben wir schon länger wieder keinen Death gehabt, auch nicht bei den Arenen. Das will ich ehrlich gesagt jetzt halten. Bitte, mein Team, bitte. Ich schaff das. Ich würde sagen, Ampharos wechsle ich gleich auch mal aus. Und zwar auf Tornupto. Der hat schon länger nicht mehr seine Glanzauftritte gehabt. Nächster Angler. Ich bin der jüngere Bruder des Profi-Anglers. Du siehst wie jemand aus, der Spaß am Angeln hat. Na, war die Einschätzung richtig? Ich bin berühmt für meinen scharfen Blick, was Menschen angeht. Hast du recht? Ich habe zwar noch kein einziges, ein paar Mal geangelt, aber nicht wirklich viel. Ja, ganz eindeutig, du angelst gerne, genau wie ich mir dachte. Hier ein kleines Geschenk unter Anglern. Diese Angel ist der Wahnsinn. Die Superangel. Damit kannst du an den verschiedensten Orten die Angel frönen. Wenn du verschiedene Routen benutzt, beißt noch immer andere Pokémon an. Mhm. I know. Übrigens, dass ich Tornupto jetzt gerade reingepackt habe, war irgendwie nicht so klug. Da kommt ja noch dann ein bisschen was mit Wasser. Ibitak. Da unten habe ich noch einen Angler gerade gesehen. Ja Leute, ich bin gespannt, wie lange das Projekt übrigens noch dauern wird. Also die 70 machen wir auf alle Fälle voll, die 80 wahrscheinlich auch. Spätestens nachdem wir Kanto abgeschlossen haben, gibt es eben noch die Rematches, es gibt noch die ein oder anderen speziellen Kämpfe. Natürlich die Orte mit Kraxler noch absuchen, wo ich noch nichts weiß. Legis fangen und so weiter. Also da haben wir noch schon ein bisschen was vor. Allgemein werde ich mir dann in der Komplettlösung nochmal ganz kurz durchlesen, was alles noch möglich ist und was ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht konnte. Dann gehen wir halt alles nach der Reihe durch. Bei Legis gibt es, glaube ich, schon einige hier. Und das Legifangen macht ja immer am meisten Spaß. Eins haben wir sogar schon mit Ho. Bei den anderen wird es dann aber nicht mehr ganz so leicht. So, was machen wir jetzt mit X-Bats? Der ist noch immer 52. Der wird, glaube ich, nicht mehr so viele Chancen haben sonst.
Ja, an der Stelle, ich habe jetzt entschieden, das mit Togekiss wäre zwar cool, aber wir ziehen das mit X-Part durch. Ganz egal, wie oft du noch drauf geht's. Ich glaube, hier muss ich schon wieder wechseln. Scheiße. Ach. Ja, nee. 12 Level Unterschied sollten reichen. Oder auch nicht. Jetzt sieht fast mir mehr ab als ich ihm. Ach man, diese scheiß Garados. Ja, wenigstens ein bisschen heile ich mich wieder. Oh, jetzt zurückgeschreckt. Okay, passt. Damit bin ich zufriedener. So, X-Ball auch jetzt schon gleich 53. Dem hat gar nicht mehr so viel gefehlt. Das ist gut. 1800 gibt's für den gleich mal oben drauf. Und nochmal ein Garados. Okay, ne, diesmal aber nicht. Ein zweites Mal wird der Trick, glaube ich, nicht funktionieren mit Zurückschrecker. Wäre zwar schön, aber kein Risiko. Hat der dreimal Garados jetzt wirklich, oder was? Vor allem, das ist noch schwächer. Scheint so. Das dürfte vielleicht der Carpador-Trainer sein, oder? War der nicht da unten eigentlich immer? Dass sich seine Carpador endlich entwickelt haben. Also drei zumindest. Das hat er dazugelernt über die Jahre. Tatsächlich, dreimal Garados hat er. Also das Stärkste haben wir wirklich schon überstanden gehabt. Aber hey, Free EP. Das Nampharos zieht jetzt gleich auch mit Psyana. Nicht schlecht. Nee, kein Bock auf Anrufe. So, was haben wir hier? Hier ist ein Item einfach nur. Könnte eine TM vielleicht sein. Oder, na gut, nee, eine TM wäre, glaube ich, besser versteckt. Wobei, vielleicht? Nee, Calcium. Eine weitere Flasche an, ich glaube, Verteidigungsaufwertendem. Ist das richtige Wort hier? Ich glaube, Calcium auf Verteidigung erhöht. Ich merke mir sowas nicht, sorry Leute, ich verwende das Ding halt nie. Oder nur seltener. Wow, Level 18er Carpador. Wo kommt denn das jetzt bitte her? Oder ist das der Carpador-Trainer gerade? Ich habe nicht geguckt, wie viel der hat. Wir schauen kurz mal. 76. Wartet. Okay, der hat auch nur 3, aber er kämpft scheinbar mit 3 mal Carpador. 18, was hat das letzte dann? Wahrscheinlich auch 18. Wo kommt das als letztes vielleicht so ein 30er, dass es Tackle oder so kann? Schauen wir mal. Ich meine, einerseits ist es cool, ich kann X-Part ein bisschen heilen. Fun Fact, er ist der jüngere Bruder von dem anderen. Die drei, die sich entwickelt hat, hat er sich behalten und die anderen drei hat er ihm abgetreten, von dem Carpador-Trainer. Das wär's. Schöne Geschichte aus Kanto. Der Carpador-Trainer hat einen Bruder. Das ist nur Level 18, das ist schon ein bisschen belastend. Gut. 40er Carpador wäre auch cool. Nee, du kriegst nichts von mir. Da kannst du sie abschminken. Nein, da war noch ein Trainer. Ich wollte gerade sagen, der Part ist dann eh schon lang genug. Das ist gerade blöd. Ja gut, dann der eine Kampf geht noch. Ich will zumindest wieder auf festem Boden stehen, das wäre nice. Schwalbini. Ein kleines süßes Pokémon aus der Höhenregion. Muss er mir erklären, warum er es noch nicht entwickelt hat. Also er hat zwei Pokémon gehabt, wahrscheinlich ist das Schwalbus das nächste dann.
Ist aber wirklich ein cooles. Schwalbers auch gefühlt bei... Nee, Nibitak hat das nächstes. Schwalbers aber gefühlt auch in jedem Höhenteam fast dabei. Ich war da anders, weil ich das erste Mal, wie ich dann Höhen mal nachgespielt habe, die Original, war das bei mir so, dass ich es nicht Schwalbini genommen habe, sondern ich habe es mit Papinella probiert. War dann im Nachhinein eher semi-gute Entscheidung, weil Papinella war immer schnell down. Aber ja, ich wollte was anderes probieren. Ist übrigens auch wieder nur, also Schwalbini und dann später Schwalbos, auch wieder, wieder normal und Flug. Also so das Typische, was man von Flug-Pokémon kennt. Okay, da wäre noch einer. Mann, ich will aber den Steg verlassen. Ja gut, dann kämpfe ich den auch noch nieder. Kriegen wir hin. Ich glaube, das dürfte jetzt einer sein, wo ich sogar Vorteil habe. Das ist ein Käfersammler oder Camper. Picknicker. Spoink. Was war ein Spoink bitte nochmal? War der nicht Psycho? Das wäre blöd. Okay, ich besiege ihn so schnell wie ich kann. Ha, jetzt kommt Psychokinese. RIP. Schauen wir mal. Erholung. Wow. Der weiß, dass mein Part schon zu lange eigentlich ist, deswegen muss er jetzt Erholung einsetzen. Ist ja wieder mal klar. Schreckt zurück vor allem, der schläft, das ist dem Jux wie Hose. Ob der zurückschreckt. Na gut. So, lass den Steg jetzt endlich zu Ende sein. Da kommt noch einer. Okay, da ist der Steg zu Ende. Ja, okay, und da fängt das dann an. Gut, dann lass Kampf. Und dann lass was. Habe ich vorher schon gesagt, ich weiß dreimal, aber... Man, irgendwie manchmal will ich Parts nicht beenden, aber ich will sie auch nicht allzu lange machen. Porenta. Gut, ja, Luftschnitt. Die Gefahr gegenüber Porenta ist ja mittlerweile nicht mehr so krass. Ein Porenta hat mich ja mal ein bisschen drangsaliert. Damals auf dem Weg zur Safari-Zone. Da waren wir aber noch schwächer. Mit Level 20, 25 und sowas. Ist schon ein Zeitchen her. Seitdem ist viel passiert. Vor allem ist auch das Einzige, was er hatte, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, dann ist er nur eine Kleinigkeit. Also die Route ist doch in der Länge geblieben, wie ich sie mir erwartet hatte. Ja, da oben wartet eh schon der nächste Kampf auf mich. Gut Leute, dann danke fürs Zusehen und beim nächsten Mal dann zurück nach Fuxania City und dann auch schon in Richtung der Seeschauminseln. Also bis dahin, ciao ciao!